Grüß Sie und willkommen zur TAP. Herausforderung in Blutzettel 6 am 6.4.2024 auf der Karteende der Straße. Schwierigkeitsstufe schwer und das sind die Regeln. Du darfst zwei Affen platzieren als 24.000 Affendollar Stadtgeld ein Stadtleben. Das Ganze spielt sich in Runde 63 ab. Hier kommen ja sehr viele Keramikbluns. Das Affenwissen ist hier nicht deaktiviert, aber ich habe es bei mir im Spiel deaktiviert. Okay, los geht's. Du kannst das Ganze hier mit nur einem einzigen Affen schaffen und zwar mit dem Affen-U-Boot. Also, nimm dein Affen-U-Boot, platziere es irgendwo hin. Naja, nicht irgendwo, halt irgendwo in dem Wasser hin. Und dann machst du nur die Stufe 4 verbessern auf der ersten Reihe. So, jetzt kannst du dein Spiel sogar schnell laufen lassen und was du jetzt tun musst, ist einfach nur die Fähigkeit, also diese Erstschlagfähigkeit vom Affen-U-Boot einzusetzen. Die lädt schnell genug auf, dass du hier die ganzen Bloons hier platt machen kannst. Er kann ja die Bloons so nicht sehen, aber mit dieser Erstschlagfähigkeit kann er sogar auch getarnte Bloons bekämpfen. Okay, das ist Sieg Nummer 1. Ich bekomme hier 90 Affendollar und 35 Ostereier. Bei der zweiten Lösung nimmst du eine Nagelfabrik und die platzierst du hier so weit nach hinten wie möglich an den Start dieser Strecke, beziehungsweise Ende und Start ist ja an der gleichen Stelle. So, und dann machst du als Verbesserung 4, 2 und 0. Dann benötigst du noch einen Alchemisten, den platzierst du neben die Nagelfabrik oder auf die gegenüberliegende Seite. Da machst du als Verbesserung auch 4, 2 und 0. So, jetzt kannst du dein Spiel auch wieder schnell laufen lassen. Der Alchemist versorgt die Nagelfabrik mit seinen Tränken und boostet die ein bisschen damit. Dadurch hat sie eine erhöhte Platzkraft und kann die ganzen Keramikblumenwellen, die hier angeschwebt kommen, auch ziemlich lockerlässig zum Platzen bringen. So, das war, glaube ich, Welle Nummer 3 und das ist jetzt Sieg Nummer 2. Und damit habe ich wieder genug Ostereier für meine nächste Kiste gesammelt. Ich entscheide mich diesmal, ich nehme mal den Nagelfabrik. Also, Kiste geht auf und ich bekomme hier eine mit 420, wow! Und eine mit 400. Die ist etwas schlechter, aber trotzdem noch sehr gut. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus!